Oh. Und die räumt wieder alles auf. Ich liebe übrigens die Stelle mit Beorn. Okay, die haben es hier nicht reingemacht. Das ist nur eine Extended-Version auch, weil der mag keine Zwerge und Gandalf muss den das irgendwie schmackhaft machen und im Buch ist das richtig geil. Mein Volk war das erste, das in den Bergen lebte. Bevor die Orks aus dem Norden kamen. Hey, das ist doch die Stimme von... Jetzt gibt es nur noch einen. Ihr müsst den Berg... Vor den letzten Herbst. So eine Standardstimme, das ist die, ich glaube, auch von Johnny Depp und so. Doch Orks hasse ich mehr. Was braucht ihr? Geld! Den Nintendo eShop. Wir durch den Düsterwald. Schließt Ende des Monats. Sind anders. Sie sind weniger klug, dafür gefährlicher. Was pennt er weg? Übrigens sieht manchmal Ian McKellen voll alt in dem Film aus. Das ist auch echt komisch. So, damit haben wir genug Pferde. Sehr schön. Moment, läuft der jetzt mit uns? Nee, ich glaube, der ist einfach nur zu Hause. Aber schön, dass wir jetzt auch Pferde haben. Also das ist übrigens der einzige Plotpunkt halt an dem Punkt halt mit, dass die jetzt Ausrüstung kriegen und Pferde, nachdem die halt im Orktown waren. Orktown. Aber wie gesagt, ich glaube, das hätten die vielleicht auch anders kombinieren können. Ist das Tauch hier? Bitte nicht. Boah, das würde Sinn ergeben mit dem Düsterwald. Die Musik ist toll. Ja, aber ich hoffe nur, dass die mich nichts sperrt. Also die hat gestern was gesperrt, aber das war Gott sei Dank außerhalb. Und so alles gut nochmal. Die Elbentore vom Düsterwald ragen vor der Gruppe auf. Ihre Reise führt sie durch diesen verdorbenen und einst bedeutenden Wald. Es gibt nur einen sicheren Weg, der vor ihnen liegt. Sie dürfen ihn nicht verlassen. Und direkt am Anfang verlassen sie ihn im Film. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier darstellen. Düsterwald. Lass die Ponys jetzt frei. Ein sehr interessantes Ding. Die Stadt wieder nicht aus. Mit Galadriel. Müssen wir das wissen? Dann sei es so. Willst du uns etwa verlassen? Ich würde es nicht tun, wenn ich nicht müsste. Ja, Gandalf geht im Buch einfach. Ich warte euch am Aussichtsposten vor den Hängen des Erebor. Geht nicht ohne mich in den Berg hinein. Und was der macht, erfährt man erst in Herr der Ringe. Und im Film wird das halt reingeschnitten. Ihr müsst auf dem Weg bleiben. Kommt nicht von ihm ab. Also in dem Hobbit-Film wird das halt reingepackt, dass er nach Dol Guldur geht und sowas. Also klar, nochmal aufgebauscht und so. Also auch mit ein bisschen neuen Sachen und so. Und da haben viele gesagt, ja, warum packt ihr das rein? Warum erfinden die das? Ja, aber das kommt in den Büchern vor. Also das ist echt, also das war so. Nicht so, aber auch, weiß ich nicht. Und das stört mich total, weil ich hatte letzte Zeit eine Kritik gelesen von dem ersten Teil. Und da hieß das auch, warum die denn zum Beispiel da so ein Rad zeigen. Warum zeigen die denn hier Galadriel und Saruman und so? Und ich denke mir, ja, weil das zu dem Zeitpunkt passiert, so. Oder halt um den Zeitpunkt herum. Also, das ist wichtig. Für ein Prequel. Aber ja, ich hätte auch gern so ein, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Fanversionen, wo das wirklich nur Elemente aus dem Film sind. Und es gibt Fanversionen, wo das dann halt nochmal besser ist. Ich werde auch mal irgendwann eine Hobbit-Fanversion schneiden. Irgendwann. Ich liebe es, Filme zu cutten neu. Aber ich komme irgendwie da nie durch. Heute schon 3,5 Liter Wasser getrunken und muss immer zu aufs Klo. Ja, ich kenne das. Ich nenne es mal, um jetzt mal ein nicht jugendfreies Wort zu sagen, ich nenne es das Bierproblem. Weil auch sehr viele Party, oder beziehungsweise ich kenne sehr viele Leute, die sehr, sehr viel Bier trinken. Also beziehungsweise nicht nur deswegen, sondern auch, weil es denen schmeckt und so. Aber das Problem ist halt, Bier ist halt so viel Flüssigkeit und ich habe da jedes Mal total Probleme mit. Hä? Weil mein Magen einfach voll ist irgendwann mit der ganzen Flüssigkeit. Ja, und irgendwo muss das ja hin, so die ganze Kacke wieder. Den brauche ich. Was hängt der denn hier fest? Und ein Liter Ursaft getrunken, der hat so getrieben. Boah, ich glaube, ich würde das so Sodbrennen kriegen. Ich hatte letztens richtig Sodbrennen von Saft und dann hat auch eine Bekannte dann so gesagt, boah, ich habe halt Saft getrunken und hat voll Sodbrennen. Ich so, ich auch? Daher kommt also das Sodbrennen? Hatte keine Ahnung. Oh. Kann ich da runterspringen? Nee. Erlaubt mir das. Doch. Erlaubt mir das. Gibt es Figuren, die schwimmen können? Okay. Ja.
Am Freitag muss ich übrigens auf eine Geburtstagsparty und ich habe immer noch kein Geschenk. Ich wollte erst so eine Jacke kaufen, weil die fragt er jetzt schon seit Ewigkeiten nach, weil die sucht so eine. So eine Retro, weiß ich nicht, die heute irgendwie total viel so Elektromusiker hören und so tragen. Nur irgendwie ist mir das auch unangenehm, da irgendwie eine Jacke zu kaufen und die dann zu groß oder zu klein ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich irgendwie nach einem Gutschein gucke, aber ich habe auch noch keinen Shop gefunden, die sowas verkaufen. Ich möchte auch nicht irgendwie was anderes holen, ne? Dass ich ein Erwachsenengetränk trinke, muss ich auch so laufen, egal wie wenig ich getrunken habe, liegt gefühlt am Alter. Ich sag euch, und jetzt kommt's. Wenn ihr einmal geht aufs Klo, dann ist vorbei. Da müsst ihr wirklich jede Viertelstunde. Deswegen Geheimnis, nicht aufs Klo gehen. Nein, sich das so weit nach hinten schieben, wie es geht. So. Und irgendwann ist sowieso der Zeitpunkt, wo es einem egal ist. Also. Nein, Entschuldigung. Kann man aber machen mit dem Energy. Ist natürlich was anderes als normal Energy, aber so geht es eigentlich ganz gut. Hast du schon zusammengerechnet wegen preislicher Sache? So ein bisschen? Ach so, stimmt, man schläft ja. Der ist eingepennt. Ich wollte gerade sagen, man stirbt ja eigentlich da drin. Dann ist mir eingefallen, der schläft, als ich dann die Zzzz gesehen habe. Also laufen lassen? Ja. Der Sebo ist irgendwie viel flüssiger und nicht so dick. Okay. Ich glaube, ich hole mir das auch. Und dann hole ich mir die pure. Pure Dings. Aber schmeckt es denn ungefähr ähnlich? Also schmeckt es denn wenigstens? Also für mich ist halt das Wichtigste preislich und halt, ja. Ah, okay, die machen das hier mit Fackeln und nicht mit anderen Dingen. Nee, hat jemand Ahnung, wo man so Retro-Jacken oder so kriegt? Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie dann so einen Gutschein hole, wie gesagt. Auch wenn ich hasse Gutscheine, aber ich denke mir so, wären die irgendwie besser. Und ich möchte nicht irgendeinen Scheiß halt da verschenken. Ich wollte dann noch einen Kollegen mal anfragen, ob der irgendwie Ahnung hat, weil der kommt auch auf die Party. Oh. Ich habe jetzt weniger reingemacht, weil es schon so spät ist. Ah. Wie gesagt, du musstest das jetzt nicht trinken, ne? Oh, okay. Wir kamen da jetzt so rote Sterne raus. Okay, die zeigen die Brücke hier drin. Das ist cool, weil die ist auch in der Extended Edition nur drin. Also vermischen die als Extended und normale Edition. Glaube ich, keine Ahnung. Ja, ihr seid doch... Wenn ich das mal so sagen darf, ihr habt doch bestimmt mehr Ahnung von Kleidung. Besonders für Frauen. Weil da bin ich jetzt nicht so auf der Höhe, wenn ihr versteht. Ach, deswegen das nicht. Also ich kenne eine Website, wo die halt Kleidung bestellt. Ich denke mal, da hole ich einen Gutschein von. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ich trage viel Schwarz. Ja. Ah, okay. Ich finde das cool, dass Bilbo noch unsichtbar ist. Also man sieht ihn halt, aber halt unsichtbar, doch trotzdem da. Oh. Das kann ich nochmal schießen? Aber dreht sich das denn nicht nochmal? Oh, okay, das ist interessant. Das haben die cool gemacht. Würde ich eher nicht drin. Ja, es liegt halt auch wirklich nur an dieser Jacke, weil die halt, wie gesagt, viele Musiker aktuell tragen und die finden das halt ganz cool. Deswegen, ich trage auch keine... Obwohl, es gibt so ein paar seine Hüte. Ich mag solche Hüte. Das ist mein Bereich. Aber ich habe schon seit Jahren nicht mehr so Hüte getragen. Wow. Und tot. Ich verliere aber kein Geld. Das ist schon mal ein bisschen gut. So, jetzt aber.
sie das auch nicht hinterfragen, ne? Also, weil die wissen das ja alle gar nicht mit dem Ring, dass Bilbo den hat. Okay, da brauche ich nicht hin. Na okay, ich habe bunte Schuhe, aber die haben es auch bald geschafft. Ja, ich trage zwischendurch mal ein bunteres Shirt, aber so... Also heute trage ich es zum Beispiel mal grau. Wow. Aber ja, ich bin halt auch eher der Dunkle, der Klamotten trage. Er ist verschwunden. Wir gehen weiter nach Osten. So, das war doch der Weg. Wir haben die Sonne verloren. Die Sonne. Wir müssen sie finden. Das kann nicht die Sonne. Übrigens, im Buch, der Wald heißt übrigens Düsterwald. Weil man sieht nichts. Er ist einfach mega dunkel. Und ich muss sagen, es ist filmtechnisch halt auch nicht machbar, so einfach dunkel zu zeigen für lange Zeit. Deswegen, das haben die eigentlich ganz gut gelöst, muss man so sagen. Ich weiß, in welche Richtung wir gehen müssen. Na gut. Oh, jetzt geht's los, Leute. Und ich trage von schwarz bis grau und alle roten Farben bis auf rot. Den Wald kenne ich. Ja, ich hoffe doch. Ey, das sind die Lego-Modelle, die habe ich sogar. Ich habe Mirkwood Forest als Lego-Set. Da waren, glaube ich, Fili, Kili, Tauriel und Legolas bei als Figuren und zwei genau diese Spinnen. Und das Coole ist, guck mal, die Augen leuchten. Und das Faszinierende ist halt, die tatsächlich leuchten, haben die da auch im Dunkel leuchtende Steine rein. Ich weiß auch nicht. Na, es liegt irgendwo da ganz hinten, glaube ich. Was hätte ich das jetzt geholt? Das ist jetzt eklig. Ach, wieso wird das so? Ich will das nicht. Was bist du dafür andere unsichtbar? Okay. Unsichtbar, aber trotzdem da. Da mal abspeichern. Die Musik auch so diabolisch wird. Ja, ich mag auch keine Spinnen. Die Szenen haben die wirklich. Die haben tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem Teil war. Ich weiß auf jeden Fall mit Kankra, glaube ich, haben die es. Oder bei denen. Ich glaube aber bei Kankra haben die das gemacht, dass die. Schulkinder gefragt haben und gesagt haben, was ist das ekligste, die ekligste Spinne davon? Und das war halt das dann zum Schluss das, was dann daraus halt wurde. Und sie haben mehrere Spinnenköpfe gezeigt. Also hier ist es nie eklig, finde ich, weiß ich nicht. Ich finde, die sehen nicht so spinnenmäßig aus. Muss auch sagen, es gab bis jetzt auch noch keine gute Aragog-Lego-Figur. Ich glaube, die letzte, die sah am realistischsten aus, aber halt auch nicht, weiß ich nicht. Okay, da siehst du den fast gar nicht. Und die Stille haben die cool gemacht. Es gibt übrigens von der Hobbit auch ein richtiges Videospiel, und zwar aber vom Buch aus. Da gab es die Filme noch gar nicht. Ich glaube, das war sogar kurz bevor es ich glaube, das sollte sich sogar so ein bisschen einem Animationsfilm orientieren aus den 60ern. Es gibt sehr viele Hobbit-Verfilmungen übrigens. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 Stück oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt ein ganz komisches Ding. Und, das wäre auch mal interessant. Also, das gibt es auch für die Gamecube. Das könnte ich sogar für einen guten Preis kriegen. Ja, gibt es ein paar Spiele. Ich will auch noch die Abenteuer von Aragorn mal mir holen. Das gibt es ja für die Wii. Schon damals unbedingt haben. Das soll auch nicht gut sein, das Spiel. Wow, ich liebe es. Morgen muss ich noch ein Geschenk besorgen für das Geburtstagskind. Aha. Weiß schon was? Oh, das Geräusch war eklig. Gut, schon besorge ich etwas dafür. Ich bin am Überlegen, ob ich für die Freundin, die hasst Magneten. Und ich bin so am Überlegen, ob ich Magnete kaufen soll. So richtig hässliche. So richtig, richtig hässliche. Weil die hat so viele, die weiß gar nicht, wohin damit. Und ich finde das einfach lustig. Oh, wollte ich. Da muss ich mal überlegen. Und dann halt den Gutschein halt trotzdem geben, so, weißt du? Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte mal gucken, ob ich noch irgendwie ein Erwachsenengetränk finde, irgendwas Lustiges.
Ich weiß gar nicht, was die gerne kriegen. Am besten schmeckt das Weichleck jetzt mit Zucker. Also ich mag das, vielleicht meinst du das sogar, das mit dieser Füllung. Oder was halt wohl drumherum sowas ist. Aber ich mag auch total dieses ganz schlimme Lakritz. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Schulkreide? Das kennt keiner. Weil wir hatten letztens auch so ein Erwachsenengetränk und das schmeckte halt sehr ähnlich danach. Ich weiß gar nicht mehr, was in Lakritz nochmal reinkommt. Und das war halt daraus. Also Lakritzlikör war es. Und ja. Schenken dir die alle Tassen? Letztes Jahr habe ich dir gar nichts geschenkt. Doch, ich hatte Flaschen mit Lamas drauf, weil ich mag Lamas total. Ach so, schon ganz vergessen, die müsste ich alle rübertragen, ne? Die wollte ich eigentlich selber trinken. Hab ich so gedacht, ach komm, nimmst du mit. Ach nee, das war sogar, glaube ich, vorletztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr hat die gar nicht gefeiert. Das kenne ich schon gerade, ist meine Freundin gerne. Ja, niemand kennt das! Ich kenne das aber von meinen Eltern hauptsächlich. Ich meine, die Schulkarte ist. Ich kenne fast gar keinen, der Lakritz mag. Also schon. Aber ich muss auch sagen, ich finde jetzt Lakritz ist jetzt auch nichts, was ich mir holen würde. Aber ich esse es halt, ne? Ist halt bei Geschmacksfaktor 2. Esse ich. Muss ich mir aber nicht unbedingt kaufen. So. Ich würde dir auch eine Tasse schenken. Ja, wow. Ja, das wäre ja auch nur ein Scherzgeschenk. So. Das wäre so nach Motto: hahaha, lustig. So, und dann hast du das richtige Geschenk. Und andere würden mir einfach eine Tasse schenken. Sondern es wird bestimmt irgendwann so ein Klassiker. Wenn ich irgendwann sage, boah, ihr könnt mir Sachen zuschicken, schicken mir alle Tassen zu. Jetzt kommen sie. Also die Stelle ist geil. Besonders weil Legolas drin ist. Der kommt im Buch nicht vor. Es wäre mir einfach. Und der kommt halt im Buch nicht vor. Oder ist Tauriel? Und Tauriel gibt es gar nicht. Die wurde extra für den Film erfunden. Und das ist wirklich die Figur. Ich mag die Schauspielerin. Ich mag. Eigentlich ist das auch gar nicht mal so schlimm gemacht. Aber es ist halt. Doch, es ist. Ich weiß, ich mag den ganzen Arc mit ihr überhaupt nicht. Einfach nur besonders. Ich kannte jemand bei mir damals in der Schulklasse, in der Stufe. Und mit der habe ich mich jedes Mal gestritten, weil die fand, das war wirklich das Einzige, was er in dem Film mochte, die Liebesbeziehung mit ihr und dem Zwerg. Jedes Mal Streit. Du hast da eine Tassenparty. Was ist denn eine Tassenparty? Das ist wie so eine Tupperparty oder was? Hashtag übrigens keine Werbung. Gibt es das überhaupt noch? Tupperparty? Ach ja, ich habe übrigens, weil ich gerade an Leute mit einem höheren Alter als ich denken muss. Ich habe die Serie übrigens zu Ende geguckt. Und ja, das sind Leute, die sind halt so Mitte 30, Ende 30. Und trotzdem kann man die, also selbst in meinen Mitte 20, Ende 20, kann ich die sehr gut, Moment, kann ich, oh, ich kann Legolas sogar spielen, cool. Kann ich da so ein bisschen Bezug hinzufügen wegen Perspektivlosigkeit und so, auch wenn das halt sehr stark mit anderen Themen so zu tun hat. Was wollte ich denn jetzt sagen? Hat traurig gemacht. Aber die war gut, die Serie. Also ich muss sagen, war gut, aber traurig. Ja, du verschenkst deine Tassen. Nee, wenn ich die habe, dann kriegt niemand. Als ob. Was willst du denn mit meinen Tassen? Tassen sind voll teuer. Da zahlst du mindestens 10 Euro. 10 bis 20 Euro. Gibt ihr diese Linsenchips? Ja. Moment, das war's? Okay. Ihh! Die kann man zerquetschen.
Ist ja eklig. Bah. Hey, da ist doch... Gimli. Bilbo. Obwohl, Gimli kommt hier tatsächlich vor. Wir sehen mal kurz ein Bild und die Stelle finde ich geil. Ein Ork-Wechselbalg. Das ist mein Sohn Gimli. Hab ich das jetzt kaputt? Hm, warum? Na, vielleicht muss ich dafür irgendwas noch erscheinen lassen. Oh, da ist jetzt Taurier. Hey Ezio, was geht? Na? Ich habe nie alle Tassen erscheinen. Ja, ich auch nicht. Nie sauber. Ich habe gerade davon gegessen und fühle mich wie im Himmel. Ich habe die, glaube ich, noch nie gegessen. Aber ich muss sagen, so Gemüseschips sind echt lecker. Also so aus anderen Sachen außer Kartoffel. Ich hatte früher mal in... Ich habe in so einem Biomarkt früher gearbeitet. Habe ich ja schon mal erzählt. Und die hatten halt sehr viel solche Sachen. Also ich krieg's auch so ab. Aber ich habe jetzt ja wieder meine Nachos mit Käse entdeckt. So, aber jetzt kann ich das mit Bilbo machen, oder? Du hast den Ring ja immer noch in der Tasche. Oh, ach so. So, schau. Brauchst du mir nichts erklären, Spiel? Ich habe Lego der Herr der Ringe gespielt. Ich weiß, wie die Post hier abgeht. Übrigens dieses Klackergeräusch halt, was neben dem Buttongeräusch auch noch kommt vom Spiel. Ja. Ist das übrigens ein richtiges Lego-Teil? Weil das habe ich noch nie gesehen, weil da sind ja auch Stats drunter. Ha, ist eben alles Schwerter abgeluchst. Oh. Wollt ihr mich nicht durchsuchen? Ah gut, die haben den unangenehmen Spruch rausgenommen. Gott sei Dank. Woher habt ihr das? Oh Gott sei Dank. Es wurde mir geschenkt. Nicht nur ein Dieb, sondern auch noch ein Lügner. Ein Windhorn! Hä? Ich wollte gerade sagen, kommt das eine Bilbo-Mission? Das sagt er im ersten Teil am Anfang. Das haben die aber sehr klug gemacht, damit du noch einen Partner hast. Besonders, jetzt habe ich den Namen, Biffo ist das, ne? Meine ich. Und der spricht nur Zwergisch, also redet der fast gar nichts. Mission. Komm, wir haben bald auch eine Million zusammen. Ich denke mal noch nach ein, zwei Missionen. Bin ja auch mal gespannt, ob, wie gesagt, ob wir das Spiel heute fertig kriegen. Mal sehen. Naja, hätte auch schlimmer kommen können.